Ja, damit sind wir dann in einer neuen Folge von Hogwarts. Oh, und wir können Nachrichten lesen. Ach so, nee, ich dachte jetzt, das sind jetzt neue Nachrichten, aber es sind keine neuen Nachrichten. Haben wir denn neue Aufträge dazu bekommen? Noch nicht. Da müssen wir noch einen Moment warten. Vielleicht kommt dann ja schon mal was. Aber es scheint nicht so. Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Aber sicher doch. Aber sicher doch. War das alles? Darf ich drücken? Aufgabe erledigt. Den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Da weiß man ja gar nicht, was man als erstes machen soll. Kommt noch was, oder? Kommt nichts, ja? Oh, natürlich nehmen wir dann die Sache an, dass wir mit Tierwesen erstmal weitermachen. Weil, Moment, Tierwesenunterricht am Tag besuchen? Dann bekommt man Bombarda. Triff dich mit Poppy. Das Fohlen des Todes. Oh, das hört sich aber gar nicht nett an. Das machen wir aber jetzt auf jeden Fall. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt, dass es damit weitergeht. Raum der Wünsche, willkommen. Diek, diek, diek. Ich spreche sofort mit dir. Ich muss nur noch mal kurz die ganzen Sachen hier einsammeln. Ja, wir sprechen sofort. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Alraune, die war auch voll noch, ne? Ja, meine ich doch. Okay, Diek, ich komme sofort zu dir. Was haben wir denn hier noch eigentlich? Moment. Erdustrank. Maximatrank. Machen wir mal einen Maximatrank. So. So. Ach, der hat jetzt einen Mega-Power-Trank. Ja, doch, einen davon hatte ich ja in der letzten Folge benutzt. Ach so, wir müssen auch mal ganz kurz... Bevor wir mit Deke sprechen, so, müssen wir nochmal ganz kurz hier hin. Ach, ich hätte auch was verkaufen sollen, obwohl ich hoffe, ich brauche da jetzt nicht so viel Platz für. So, Duellierhandschuhe der dunklen Künste. Dann schauen wir nochmal eben, was wir da noch anziehen können. Da haben wir nämlich nach der letzten Folge gar nicht mehr nachgeschaut. 67, 55, dann nehmen wir die doch mal. So. Auf diesem Wege dann auch schönen Gruß an den Epi, der jetzt nicht mehr rumläuft wie so ein bunter Kanarienvogel. Nachdem ich ihm dann gesagt hatte, wie man das denn einstellt hier mit dem Erscheinungsbild. So, das brauchen wir auch alles nicht. Haben wir da irgendwas Gutes bekommen? Nee, das ist auch kleiner. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Also die meisten Sachen, die wir da bekommen haben, waren tatsächlich kleiner. Das brauchen wir alles nicht. Und das letzte, das ist dieser komische Schlafanzug, den wir gerade annahmen. Der ist 68. Erhöhter Schaden durch alte Magie und keine Eigenschaft. Ja, dann lassen wir natürlich den an, den wir jetzt gerade drin haben. Ja, dann gehen wir hier mal raus. Und dann sprechen wir natürlich mit Deke. Dickelein. Ich müsste mich zwar eigentlich auch um die Tiere kümmern. Dick möchte Ihnen von einer Idee erzählen. Ja, mach das, mach das. Ich bin schon ganz gespannt. Nein, nicht die Beleuchtung. Stopp. Hallo, Dick. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dick dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ja. Kann ich Sie nicht bloß retten? Ey! Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun?
bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Dieke schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Dieke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Dieke. Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Nee, kaufe eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Ich meine aber, wir haben das sogar schon gekauft. Hatte ich nicht sogar schon eins hier hingestellt? Ich meine, Testrale hatten wir auf jeden Fall schon. Nee, aber es ist kein Zuchtgehege da. Es sind doch gar keine Tiere da. Hallo? Jungs, wo seid ihr denn alle? Da seid ihr. Ja. Oh, Hallöchen. Moment. Ich wollte eigentlich nicht interagieren und niemanden füttern und niemanden streicheln. Aber das machen wir mal kurz. Ja, frisst du das noch eben schnell, damit ich dich auch streicheln kann. Oder striegeln kann eigentlich. Ja, komm, schnell. Zack, zack, genau. So, doch, das Tierwesen ist bereit. So. Du brauchst was mit Mond drauf, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Okay, aber wir gehen hier nochmal raus. Moment, das können wir noch schnell einsammeln auf dem Rausweg, genau. Auf dem Weg raus. Kaufe ein Zuchtgehege. Das heißt, wir müssen erstmal nach Hogwarts. Und ich habe schon wieder nicht Karte gedrückt, sondern schon wieder die rechte. Aber nicht Hogwarts, Quatsch. Hogsmeade meine ich natürlich. Schreiber und Dingsbums hieß das. Da wollte ich hin. Ich mache da jetzt einfach mal so. So. Wegpunkt. So. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich würde jetzt sagen Hogsworth. Genau. Hallo. Müsst ihr jetzt genau hier in mich reinbacken? Geht's noch? Ich glaube, Takt. Wir können hier die Schlösser jetzt aufmachen, oder? Moment, der ist aber hier der Eingang. Hallöchen. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Ja. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Na, das ist jetzt doch neu drin. Ja, die Sachen waren alle drin, das war vorher noch nicht drin. Okay, ja geil. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Dieke. Genau, weil die Testrale, die haben wir ja schon gefangen. So, aber wir verkaufen jetzt hier nochmal die ganzen Gegenstände. Ein Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ja, ich weiß. Ich verkaufe ja auch sehr viele gute Sachen. Auch wenn der da eigentlich gar nichts mit anzufangen weiß. Aber gut, vielleicht geht der irgendwie zu einem Kollegen oder so. Jetzt kann ich das... Ah, nee. Ab 26, ich wollte gerade sagen. Vielleicht geht der irgendwie zum Kollegen oder so und verkauft die Sachen dann. Einer, also ein Kollege, der die Sachen braucht. Das war das Gleiche, aber bei dem anderen war was drauf, genau. So. Hallo? Ja, haben wir mal wieder fast 800 drauf. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Mhm, dankeschön, dankeschön. Ich muss aber jetzt wieder zurück in den Raum der Wünsche. Vielen Dank. Und schon wieder habe ich nicht drauf gedrückt. Naja, egal. Irgendwann lerne ich es nochmal, aber ich befürchte, das ist dann, nachdem ich nicht mehr aufnehme. So, zurück zu Deeks. Wo bist du? Wo bist du? Wir müssen reden. Nein. Die Testrale sind gerettet und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Dieke, wenn Sie fertig sind. Mach ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Ja, einen dritten Bereich. Ah, wie geil. Sumpf, oder was ist das? Swamp? Dieke staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Dieke von Ihrer Zucht.
Ja, mach ich. Die Frage ist nur, habe ich die jetzt noch bei mir im Dings? Nee, das dachte ich mir nicht. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Okay. Das ist geil, weil mit dem mache ich ehrlich gesagt gerne weiter. Ist das eine Abkürzung zu dem anderen Raum? Habe ich hier oben die Testrale? Ich glaube, hier habe ich die reingemacht, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Hallo, Testrale. Rebellion. Ja, genau. Hier sind sie drin. Hier sind sie drin. Dann würde ich sagen... Ja, was würde ich denn sagen? Dass wir die zum Inventar... Jetzt zack, ist alles gut. Zack. Habe ich nur zwei Testrale? Hatte ich hier nicht gerade noch drei? Ach so, da hinten, genau. Den noch? So. Und ich habe mir sagen lassen, dass ich Wolkenschwinge auch hier reintun kann, dass der trotzdem immer mit dabei ist. Wolkenschwinge ist eine Sie? Hallo? Ernsthaft? Ich denke mal, die Kröten würden sich da auch gut wohlfühlen, oder? Die Testrale. Wenn das so ein Sumpf ist, Moment, dann würde ich sagen, nehme die Kröten auch direkt mit. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Ja, hier braucht sich keiner beruhigen. Die sind hier vielleicht nicht unbedingt, aber die tue ich mal, so, die füge ich mal hinzu. Müssen wir da noch einen von haben, da noch. Ach so, ich habe jetzt vier Hippogreife. Dann tun wir den mal raus, würde ich sagen. Ruhig. Ich tue dir ja nichts. So, dann noch ein Hippogreif, eine von diesen Viechern und eine von den Katzen. Nee, Moment, Hippogreif brauchen wir nicht. Eine davon, eine davon. Das heißt, wir könnten rein theoretisch die auch direkt mit hier reintun. So. Oh. Da fliegen sie direkt weg. Da fliegen sie. Okay, die können jetzt erstmal ruhig was essen. Ich kümmere mich da jetzt gerade nicht drum. Ich bin halt schlechte Tierzüchterin. Nein, aber ja, ich denke mal nicht, dass sie davon sterben werden, wenn ich mich da jetzt nicht drum kümmere. So. Das ist halt sehr dunkel hier. Revelio. Da ist irgendwas. Was haben wir denn da? Blutegelsaft, okay. Da hinten ist auch noch was. Können wir da durch? Revelio. Ah, die müsste... Ah, ja. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon hüpfen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. So. Da ist noch was zum Schießen. Und da ist noch was, was hüpft. Und da oben ist noch was zum Einsammeln, so wie es aussieht. Okay. Ist jetzt nur, dass wir hier mal so ein bisschen rumlaufen, mal ein bisschen gucken. Was können wir denn hier überhaupt einsammeln? Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt jedes Mal machen oder so. Oh, komm. Nimm das doch einfach. Du stehst doch direkt davor. Rebellion. So. Da oben scheint man auch irgendwie hinzukommen. Wahrscheinlich hier drüber. Ich weiß es nicht genau. Ja, wir warten hier mal durch diese eklige Umgebung durch. So. Da ist er. Aber das ist cool, weil dann kann man nämlich hier regelmäßig Blutegel bekommen. Wo war denn jetzt der Eingang? Damit wir das relativ am Eingang machen. Ich glaube hier, ne? Das war doch der Eingang mit den Statuen hier. Genau. Okay, dann würde ich sagen... Nee. Ach, bleib doch mal hier, Mann. Dass ich Gegenstände für draußen, da steht es nicht drunter, nehme ich mal an. Nee. So, Zuchtgehege. Ach, da brauche ich nur Mondsteine für. Ja, gut. Okay.
War jetzt doof, das war genau falsch. So, dann machen wir das mal, aber nicht so direkt auf... Ah nee, das sieht nur so aus. Okay. So. Nein, nicht noch eins. Dann brauchen wir noch was zu futtern. Also beziehungsweise brauchen nicht zu futtern, sondern um zu füttern brauchen wir was. Das können wir theoretischerweise direkt... Kann ich das gleichzeitig machen? Nee, leider nicht. Direkt hier am Anfang machen. So. Zack, zack, zack. Okay, dürfen wir auch leider nur eins reinmachen, aber ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, hier ist auch Budget nur eins, ne? Oder? Oh, da können wir sogar mehr von machen, damit wir mehrere züchten können. Ja gut, das dauert wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Da dürfen wir nur eins von machen. Das stellen wir mal hier so ein bisschen... So. So, dann... Holen wir euch mal raus, beziehungsweise setzen euch mal rein. So. Hi. So, machen wir mal. Zack. Ihr steht hier gerade so schön alle nebeneinander, ich weiß auch nicht. So, ihr seid ja irgendwie schon... Fressen, oder? Das sah doch gerade so aus, als ob ich da... Genau, der hat das angenommen mit dem Fressen. Oh. Was war das bitte? Der hat sich nur totgestellt. Ich wollte gerade schon sagen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, dann gehen wir mal hier ran. Nein. Sag mal. Drückst du einmal die falsche Taste? So, Testral. Wähle ein Zuchtpaar. Was ist denn das für einer? Weiß ich nicht. Männchen, okay. Dann Testral und Testral oder Testral und Testral. Wir nehmen mal Testral und Testral erstmal. So. Vögelt, was das Zeug hält. Oder Testralt, was das Zeug hält. Wo ist denn der zweite? Bist du schon schwanger? Hi. Hast du sie schon geschwängert? Bin mir nicht sicher. Oder steht der jetzt da, weil er eigentlich da rein will? Nee, anscheinend nicht. Okay, aber das ist süß. Ich will endlich mal einen Fotomodus haben hier bei Hogwarts. Das ist doch scheiße. Ja, cool. Ja, ist okay. Dich, mit dir interagieren wir auch nochmal kurz. Dann können wir nochmal so eine Krötenwarze holen. Da ist auch nochmal eine. So, die kann ich direkt sammeln. Okay, auch gut. Können wir da tatsächlich noch so ein Gehege reinstellen? Das möchte ich mal kurz ausprobieren. Also anscheinend kann man da was weiß ich wie viele Gehege reinstellen. Das ist ja krass. Moment, hier ist aber Wasser. Muss man natürlich so ein bisschen gucken, dass das jetzt nicht so direkt... ja, jetzt ist es genau falsch rum. So. Relativ nah am Baum. Zack. Ja, cool. Dann würde ich fast sagen, wobei ich nicht weiß, ob wir da tatsächlich... Ach, ich kann... Ich kann eine Tustrale züchten? Wieso kann ich denn die Kröten nicht züchten? Hä? Ach, weil es beides Weibchen sind. Okay, ja gut. Das ist dann irgendwie noch logisch nachvollziehbar, glaube ich, dass man da nicht züchten kann. Ich dachte jetzt gerade schon, dass ich jetzt nur Testrale züchten darf und sonst nichts. Moment, wie war das jetzt? Da komme ich da auch raus? Ja. Wo bist denn du? Hallo? Da ist er. Nein. Ich hab doch schon gezüchtet. Was muss ich noch gleich mit den Testralen tun, Deke? Setzen Sie sie ins selbe Tiergehege, in dem das Zuchtgehege ist. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Hab ich doch gerade gemacht. Hä, Moment. Nutze das? Wieso soll ich das denn jetzt nochmal nutzen? Jetzt macht er mich hier aber... Jetzt verwirrt er mich hier aber. Ist es das hier gewesen? Ja, ne?
Hä? Leute, ich hab's doch schon benutzt. Es ist doch schon hier drin. Die brauchen 27 Minuten, bis die fertig sind. Ich kann's nicht mehr benutzen. Hm. Oder heißt das wirklich, ich soll mich dann melden, wenn das zu Ende ist? Ich weiß es nicht. Das wäre dann doof. Ganz ehrlich. Dann müsste ich jetzt eine halbe Stunde warten, damit ich das weitermachen kann. Das wäre richtig doof. Hm. Mit dir ist alles gut. Du bist am Fliegen. Mit dir ist aber auch alles gut, ne? Euch habe ich ja schon... Ja, das ist blöd. Ich vermute mal, dass man tatsächlich warten muss, bis die jetzt da quasi das Kind ausgetragen hat. Und dass man dann erst mit ihm sprechen kann. Oder es ist verbuggt. Das wäre dann richtig, richtig scheiße. Aber ich hoffe wirklich inständig, dass es nicht verbuggt ist und dass wir einfach nur ja, warten müssen, bis das Ganze fertig ist. Also er hat nur gesagt, dass wir es machen müssen. Er hat nicht gesagt, dass wir warten müssen, bis es fertig ist. Nee, das war jetzt das andere. Bis es fertig, also bis die fertig sind mit Eierlegen sozusagen. Wobei die wahrscheinlich gebären und keine Eier legen. Jetzt muss ich das Zuchtgehege nur noch nutzen und die Testrale zur Paarung bewegen. Habe ich schon gemacht. Ja. Ich kann auch nichts anderes mehr machen. Ich muss halt jetzt darauf warten, bis die fertig sind. Weil die ja schon gezüchtet haben. Oder am Züchten. Ich bin am Züchten, so. Und hier kann ich auch nichts mehr klicken. Deswegen, das ist ein bisschen verwirrend geschrieben, wenn das wirklich heißt, dass wir jetzt warten müssen, bis die fertig sind. Ja. Also ich würde sagen, dass wir hier dann mal einen kleinen Cut machen. Ich dann die 25 Minuten abwarte und ja, das Ganze dann am besten hinten dran schiebe. Ich hoffe, ich denke dann daran, wenn ich mich wieder einlogge. Was anderes kann ich ja im Moment nicht machen. Die sind ja auch hier. Die ist nistend. Das heißt, die ist trächtig und die ist nistend. Hä? Ist hier schon jemand anders noch geschwängert worden oder was? Hallo? Wir haben doch hier noch ein zweites hingestellt, ne? Vielleicht kann er ja noch ein zweites begatten oder so. Ich weiß es ja nicht. So. Da könnten wir das, theoretisch könnten wir nicht machen, weil er jetzt nicht nochmal möchte. Er hat schon genug für heute mit einer Testraldame. Er möchte da jetzt nicht nochmal eine beglücken. Na gut, dann würde ich wirklich sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich morgen erst weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, darauf zu warten. Ja, und wir sind fertig. Und da ist der süße Fratz, den wir direkt mal... Ach ja, genau, gefuttert hat er. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Ja, machen wir doch sofort. Wir nehmen aber trotzdem vorher noch das Haar mit. Und können das Gleiche bei der Mama noch mal kurz machen. Oh, ist das niedlich. Oder auch nicht. Doch, jetzt haben wir's. Oh, was gerade da? Es ist ins Gehege. Oh, so süß. Das läuft hier rum. Ja, wie die Karnickel. Theoretischerweise könnten wir nochmal einen Test reinpaaren. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Dick rüber. Ne, Moment. Hier war kürzer. Dick, es hat geklappt. Es hat geklappt. Hallo, Dick. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Dick. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Dick, er könnte das nicht. Doch Dick ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Dick seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Dick je gesehen hatte. Dick flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Dick zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen.
Während Deek sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deek reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deek blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Torps ihn fand. Ja, der Meister hat bekommen, was er verdient hat. Da hat sie nicht ganz Unrecht. Andererseits, er hat sich selbst bestraft. Das ist natürlich nicht gut. Eine entsetzliche Geschichte, Deek. Mein Beileid. Deek hat diese Geschichte nur Professor Weasley erzählt. Und jetzt Ihnen. Deek fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deek hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deek wieder gut machen, was geschehen ist. Ja, zum Beispiel, indem du mir sagst, wo ich diesen Phönix finde, damit ich ihn einfangen kann, Deek. Ja, das war da nicht mehr allzu viel. Ich habe es jetzt eben nicht mehr erwähnt, aber es ist tatsächlich so. Wir mussten warten, bis ja, die Zucht sozusagen zu Ende ist. Und das bedeutete, benutzt das Zuchtgitter. Soll mal einer drauf kommen. Naja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden und dass wir dann in der nächsten Folge, müssen wir mal eben schauen, was haben wir denn überhaupt noch alles? Feuer und Sühne? Ach so, die Sache mit Poppy, genau, die wollten wir ja auch noch machen. Wir wollten aber auch noch Bombarda bekommen. Ich würde sagen, dass wir das noch dazwischen schieben, weil das hat nämlich nichts mit der Hauptstory zu tun. Dass wir dann in der nächsten Quest um Bombarda kümmern. Tolles Deutsch. Und ja, vielleicht haben wir da noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke mal, Poppy wird wahrscheinlich was länger dauern. Ich weiß es nicht, aber da das Hauptquests sind, die sind ja doch eher länger. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.